Erst einmal gibt es noch nicht viel zu sehen. Einen Bagger, ein paar Fahnen flattern, im Sand stehen ein paar Schippen. Wenn dann aber die Prominenz diese gleichzeitig in die Hand nimmt, 3, 2, 1, yo. Dann wird es ein Hingucker. Stehempfang mit Kaltgetränken. Alle Beteiligten sind glücklich. Es ist sicherlich ein besonderer Tag für den Kreis Kleve. Wir haben uns sehr gefreut, dass Rheinmetall die Entscheidung getroffen hat, sich hier anzusiedeln. Wichtige Entscheidung hier für die Verteidigungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland, aber auch für den Industriestandort Nordrhein-Westfalen. Es ist für den Kreis Kleve heute ein wirklicher Festtag. Auf dem Gelände des Flughafens entsteht etwas sehr Großes. 400 Arbeitsplätze in der neuen Fabrik und vielleicht noch einmal 1500 bei möglichen Zulieferern drumherum. Alles hängt an einem hochsensiblen Bauteil modernster Waffentechnologie. Wir hier in Weeze bauen das sogenannte Rumpfmittelteil. Das ist sozusagen das Herzstück der F-35. Warum? Sie müssen sich vorstellen, hier vorne sitzt der Pilot. Jegliche Hydraulik, Elektrik, Avionik geht komplett hier einmal durch den Flieger durch, geht durch unser Bauteil und steuert dann hier hinten die entsprechenden Ruder an. So sieht der amerikanische F-35-Kampfjet aus, wenn er fertig ist. Zukünftig also mit Hightech vom Niederrhein. Auch die Bundesregierung hat mit Geld aus dem 100 Milliarden Sondervermögen schon diverse Jets bestellt. Rheinmetall werde Top-Performance für die Amerikaner liefern, sagt ihr Chef Armin Pappberger. Die Rüstungsbranche könnte vor einem längerfristigen großen Boom stehen. Verlassen kann man sich erstmal auf nichts, aber ich glaube, dass es eine Änderung der Denke gegeben hat bei der deutschen Politik. Jetzt geht es am Ende immerhin um Jets, die auch Atomwaffen transportieren können. Zum Beispiel die Sprengköpfe, die die Amerikaner in der Eifel in Büchel eingelagert haben sollen. Steht die neue Fabrik daher auch für eine neue Stufe der nuklearen Teilhabe Deutschlands? Nein, meint Michael Brzozka. Die Beschaffung der F-35-Flugzeuge, für die jetzt bei Rheinmetall in Weeze ein Bauteil gebaut werden soll, ist vom Bundestag beschlossen worden. Insofern ist jetzt die Vergabe einer Teilproduktion nach Deutschland kein weiterer Schritt in Richtung etwa Aufstärkung der nuklearen Teilhabe. Die politische Entscheidung war das Wichtigere. Genau diese kritisiert aber der internationale Verbund ICAN, der 2017 den Friedensnobelpreis erhielt. Aisha Kainet und ihre Mitstreiter kämpfen für nukleare Abrüstung. Und momentan laufe ihrer Meinung nach in Deutschland in Rüstungsfragen zu viel auf Autopilot. Genau das ist das Problem. Es fehlt hier die öffentliche Debatte. Es ist aber leider so, dass Fragen mit Atomwaffenbezug oft sehr undemokratisch und ohne diesen öffentlichen Diskurs entschieden werden. Ja, anstatt einer öffentlichen Debatte, die jetzt angemessen wäre, wird eben die Atomwaffenindustrie mit der Gießkanne beglückt. Da würden wir uns von der Bundesregierung gerade andere Zeichen wünschen. Zurück nach Weeze. Von denen, die wir treffen, hat niemand Bauchschmerzen wegen der neuen Waffenschmiede vor der Haustüre. Das ist so viel totes Gelände, was da hinten steht, sodass ich damit überhaupt gar kein Problem habe, dass die hier hinkommen. Ich denke, das ist für unsere Region hier eine Chance. Alleine, dass man hier am Niederrhein mal wieder irgendwas hinkriegt, wo ja sonst leider hier fast in allen Sachen tote Hose ist. Ne? 2025 soll dann hier die Produktion anlaufen. Für das Rumpfmittelteil des modernsten Kampfjets der Welt.